An alle Abgeordneten. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes und Sie sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Sie sind nur Ihrem Gewissen unterworfen. Artikel 38 Grundgesetz. Bitte aktivieren Sie Ihr Gewissen und sagen Sie Nein zu Paragraph 28b Infektionsschutzgesetz. Als Anwältin für Aufklärung setze ich mich für den Rechtsstaat ein, erkränkelt. Ich habe heute Nacht vom Infektionsschutzgesetz geträumt. Es war ein Albtraum, das muss aufhören. Der neue Paragraph 28b Infektionsschutzgesetz schreibt einen automatischen Lockdown vor mit großen Beschränkungen der Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger. Er ist ausschließlich an die Inzidenzzahl 100 gekoppelt. Diese Zahl ist eine absolute Zahl. Sie hängt zwar von der Anzahl der durchgeführten Tests ab, wird aber nicht zu dieser in Beziehung gesetzt. Damit ist sie steuerbar und ein Dauerlockdown wird möglich. Die Kollateralschäden werden vollständig ausgeblendet. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wacht auf und nehmt Einfluss. Werte Abgeordnete, wenn Ihnen dieses Land und diese Menschen mit ihren sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen am Herzen liegen, dann verhindern Sie die Verabschiedung des Paragraphen 28b Infektionsschutzgesetz. Danke. Betrachtet man die Architektur unseres Grundgesetzes, so hatten deren Mütter und Väter neben anderen ein vorrangiges Prinzip vor Augen. Es zu verhindern, dass eine einzelne Person in diesem Staat um eines höherrangigen Zieles willen und sei es noch so legitim, ermächtigt wird, in die Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger derart einzugreifen, wie dies nun § 28b der Novelle des Infektionsschutzgesetzes vorsieht. Lassen Sie es nicht zu, meine Damen und Herren, dass in Ihrer Legislaturperiode dieses Prinzip endet. Danke. Der Gesetzentwurf zum neuen § 28b Infektionsschutzgesetz ist ein verfassungswidriger Angriff auf unser Grundgesetz und gegen das Staatsprinzip des Föderalismus. Niemand in diesem Staat hat das Recht auf Allmacht, schon gar nicht die Bundeskanzlerin. Folgen Sie Ihrem Gewissen, verehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, und sagen Sie klar Nein zu dieser Selbstermächtigung. Man nehme einen Test, der 1% falsch positive Rate hat, und man testet mindestens 10.000 von 100.000 Menschen, auch asymptomatische. 28b bedeutet, dass automatisch massive Grundrechtseinschränkungen in Kraft treten. Liebe Abgeordnete des Deutschen Bundestages, machen Sie den Wahnsinn nicht mit, stimmen Sie mit Nein. Die globale Ausbreitung der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmen hat sich zu einem sehr dynamischen Problem für die Menschheit entwickelt. Ziel muss daher sein, die freiheitlich-demokratische Grundordnung wiederherzustellen. Daher ist es zwingend erforderlich, sämtliche Eindämmungsmaßnahmen bundesweit wieder aufzuheben. Sollten unsere verfassungsmäßigen Repräsentanten diesen Job weiterhin nicht machen, ist es an uns, der Staatsmacht die Gefolgschaft zu verweigern. Politiker wurden von uns gewählt und sind in gewisser Weise unsere Dienstleister. Nun wird mit Einführung des Paragraphen 28b Infektionsschutzgesetz genau von diesen ein weiterer Schritt zur vollständigen Entmündigung der Bürger gegangen. Menschen, die Deutschland aufbauten, werden zur Einsamkeit gezwungen oder um 21 Uhr nach Hause geschickt. Ich fordere Respekt der Regierenden gegenüber den Menschen. Dieser ging offenbar seit der Pandemiepolitik verloren. Wird die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes, insbesondere die Einfügung des Paragraphen 28b, tatsächlich Gesetz, sind Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Föderalismus akut gefährdet. In Abhängigkeit zur sogenannten Inzidenz, also praktisch immer, wenn man will, können grundlegende Freiheiten drastisch eingeschränkt werden. Liebe Mitbürger, wollt ihr wirklich den totalen Lockdown oder wacht auf? Wir Anwälte für Aufklärung stehen für den Rechtsstaat ein.
Wir haben unsere Parlamente verloren an den Fraktionszwang der Parteien. Wir haben unsere Regierungen verloren an die Lobbyisten und leider Gottes auch teilweise unsere Richter an die Angst. An die Angst vor Repressalien, an die Angst vor einem Virus, der 99,8% der Bevölkerung nicht betrifft. Aber es gibt einige mutige Richterinnen und Richter, die mit Rückgrat für den Rechtsstaat einstehen. Das macht uns Hoffnung, das macht uns Mut. Ein schlauer Historiker sagte einmal, Hitler hat 1933 nicht die Macht ergriffen, sondern es war die schweigende Masse, die ihm die Macht übergeben hat. Lasst uns aus unserer deutschen Erfahrung lernen, wehret den Anfängen. Der Paragraph 28b Infektionsschutzgesetz ist der Sargnagel der Demokratie. Rettet den Rechtsstaat, geht auf die Straße. Hallo Deutschland, hier ist Beate Bahner, Fachanwältin für Medizinrecht und Mitglied der Anwälte für Aufklärung. Heute ist Sonntag, 11. April 2021. Die Kanzlerin plant in der kommenden Woche eine weitere Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Mit dem neuen Paragraphen 28b erfolgt in einem Handstreich die Abschaffung aller Kompetenzen der Länder, Städte und Gemeinden. Wenn eine von 1000 Personen in unserem Land positiv getestet ist, dann stirbt nach dem Willen von Frau Merkel erneut das gesamte Leben in unserem Land. Alle Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen. Alle Geschäfte geschlossen, alle ins Homeoffice, alle Sportanlagen geschlossen, alle Museen, Theater, Konzertsäle, Kultureinrichtungen geschlossen. Alle Feste und Feiern verboten, Singen verboten, Tanzen verboten, Beten verboten. Fast alle Kontakte verboten. Ausgangssperre. Ausgangssperre von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Und bei Verstoß gegen diese Verbote Geldbuße bis zu 25.000 Euro. Oder, Achtung, Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Hallo Deutschland, ist das wirklich dein Rechtsstaat? Ist das wirklich dein Verständnis von Demokratie? Deutschland, weißt du, was eine Person von 1000 ist? Das ist die neue Inzidenz für all diese Verbote. 100 von 100.000. Und das ist nicht nur enorm selten, das ist auch Willkür und Machtmissbrauch. Denn 99.900 Menschen haben keine Infektion. Aber auch die 100 von 100.000 positiv getesteten Personen sind zu 99% gesund. Weil nämlich der PCR-Test der größte Betrug in der Medizingeschichte ist und keine Corona-Infektion nachweisen kann. Und weil man gesunde Personen nicht dreimal in der Woche darauf testet, ob sie nicht doch krank sind. Oder gehst du, Deutschland, neuerdings auch regelmäßig auf den Friedhof, um zu sehen, ob du vielleicht schon gestorben bist, ohne es zu merken? Oder gehst du neuerdings dreimal wöchentlich zum Radiologen, um zu prüfen, ob du dir vielleicht ein Bein gebrochen hast, ohne es zu merken? Deutschland, wach endlich auf! Dies ist der größte Staatsstreich, den du seit Kriegsende erlebt hast. Dies ist die Beendigung all deiner Freiheiten, die komplette Vernichtung deiner Rechte und die endgültige Beseitigung deiner Demokratie. Deutschland, klappe endlich dein Corona-Märchenbuch zu und wach auf. Lies aber ganz schnell George Orwells 1984. Lies Schöne neue Welt von Aldous Huxley und finde vor allem heraus, wer unsere Qualitätsmedien finanziert, die dich seit einem Jahr informieren. Deutschland, ab nächste Woche ist dein bisheriges, freies, geistiges, sportliches, gesellschaftliches
kulturelles und wirtschaftliches Leben für immer vorbei. Wenn du Deutschland nicht sofort aufwachst und das Richtige tust, wehre dich. Sag nein. Ansonsten findest du dich in einer Welt wieder, die du niemals mehr für möglich gehalten hättest. Deutschland, wach auf aus deinem Corona-Koma. Bitte, wach endlich auf. Oder willst du wirklich, dass deine Kinder und Enkelkinder in einer solchen Welt leben? Alles geschlossen, alles tot, alles isoliert, alles vor dem PC und das bisschen Restleben nur noch hinter einer FFP2-Maske und mit viel Abstand? Deutschland, hast du wirklich so viel Angst vor dem Leben, dass du dich lieber komplett wegsperren lässt? Dann, Deutschland, habe ich mich fundamental in dir geirrt.